Huch, da bin ich ja wieder. Bisschen alles Freestyle. Ich habe mir ein paar Punkte gemacht zu dem Spiel Terranil und ich hatte einfach Lust darüber zu sprechen und das mache ich jetzt auch. Also Terranil ist schwierig. Es ist deswegen schwierig, weil also der erste Prototyp davon war ein Pixel Art Spiel, was okay aussah. Es hat an so die ersten Siedlerteile erinnert und es hatte schon so die Grundmechaniken. Danach gab es beim, ich glaube, ich habe mich jetzt nicht zu 100% informiert, weil ich so wenig wie möglich über das Spiel wissen wollte, gab es beim Steam Next Fest ein Prototyp, der schon besser aussah. Und der hat auch schon so gezeigt, ja, hier in diese Richtung wollen wir gehen, dies, das. Und jetzt haben wir im Großen und Ganzen das vollständige Spiel bekommen für 25 Euro. Und lustigerweise sieht es gar nicht mehr so gut aus wie der Prototyp. Wie es so weit kommen konnte, ich weiß es nicht. Ist mir im Endeffekt auch egal. Für meinen Geschmack sieht es aber halt einfach schlechter aus als der Prototyp. Und damit muss man jetzt leben, wenn man 25 Euro ausgibt. Aber um was geht es im Endeffekt bei Terranil? Es gibt keine Story, so viel ist gesagt. Es gibt wirklich gar keine Story. Wenn man das Spiel zum ersten Mal startet, gibt es eine Anfangssequenz, wo einem gezeigt wird, dass man einen Ratgeber so etwas wie findet. Und das ist der Aufhänger des ganzen Spiels. Dieser Ratgeber soll einen angeblich zeigen, wie, wo, was man machen soll. Aber wenn man dann nach kurzer Zeit die Schwierigkeit eingestellt hat, kann man entweder das Tutorial skippen oder einmal durchlaufen lassen, wo man auch ein bisschen, sage ich mal, daneben greifen kann. Ja, Terranil ist im Endeffekt ein Spiel, es ist schon ein Strategiespiel. Nicht wie andere sagen, es sei ein Puzzlespiel. Es ist im Endeffekt ein sehr entspanntes Strategie-Götter-Simulationsspiel, sage ich mal. Bei dem es darum geht, das Ödland, wie man es zu Beginn sieht, wieder zum Erstrahlen zu bringen. Und das ist nett. Es sieht immer wieder erstaunlich gut aus, wenn man das Ödland wieder zum, ich sag mal, Vegetieren gebracht hat. Ja, aber die große Frage ist, glaube ich, ist Terranil wirklich Entspannung oder irgendwann Anspannung? Weil Terranil hat Ressourcen. Und wenn es um Ressourcen geht, heißt es Ressourcenmanagement. Und auch wenn das Spiel im Endeffekt eigentlich nur eine einzige Ressource hat, kann man doch hin und wieder an seine Grenzen kommen. Und das ist nicht so toll für so ein Spiel. Was dem Abhilfe schafft und wovor man sich auch nicht schämen muss, ist, dass man jederzeit in den Optionen auf eine benutzerdefinierte Schwierigkeit einstellen kann und dort den Zen-Modus aktiviert. Der Zen-Modus macht im Endeffekt nichts anders. Er macht lediglich, dass man keine Ressourcen mehr hat und man dann halt das Spiel spielen kann. Und das Tolle an den Zen-Modus, das muss ich den Leuten wirklich vorhalten, was auch, ich glaube, die meisten Spieler überhaupt nicht so in Betracht ziehen, weil sie sich dann eher ärgern, dass sie irgendwann keine Ressourcen mehr haben, aber sei es nun gut. Worauf ich hinaus möchte, der Zen-Modus. Er macht das richtig, dass man weiterhin das Spiel ganz normal spielen kann. Sprich, man wird wirklich im Endeffekt nicht gefordert. Man kann das Spiel durchspielen, man kann alle Errungenschaften, so wie ich das miterlebt habe, freispielen und demzufolge, es ist tatsächlich Entspannung und nicht so wie andere Leute denken. Man kann im Endeffekt tatsächlich vielleicht ein wenig verkacken. Das ist aber dem geschuldet, weil
es gibt eine Funktion, einen Schritt rückgängig zu machen, aber es ist wirklich nur einen einzigen Schritt, den man geklickt hat, den man rückgängig machen kann. Und das nicht immer. Es gibt Punkte, wo man dann diesen Schritt zu lange warten lassen hat, um es nicht, ja, wie gesagt, rückgängig machen zu können. Aber das ist nicht schlimm. Man kann nämlich auch Phasen zurückmachen. Aber was sind Phasen? Das ist einfach zu erklären. Jedes Szenario, jedes Biom, sage ich mal, jetzt ganz heruntergebrochen, also jetzt Tropeninsel, das, was man am Anfang bekommt, das so aussieht wie der Schwarzwald. Das ist alles in Phasen untergliedert und diese Phasen bestehen daraus, dass die erste Phase ist, dass man in das Ödland wieder einfach Grün hereinbringt und nachdem das zu einem gewissen Prozentsatz geschehen ist, kann man dann wiederum ja, so kleine Biome hinzufügen. Und man muss jedes Biom im Großen und Ganzen in ein Gleichgewicht bringen. Aber also dieses Gleichgewicht muss erfüllt werden. Also ein Drittel so, ein Drittel so und ein Drittel so meinetwegen. Und wenn man das geschafft hat, wird dann die dritte Phase freigespielt, was bedeutet, dass man wieder alles zurückbringt zu seiner Natur. Nämlich, dann kann man eine zusätzliche Einrichtung einbauen, bei der man Tiere finden kann. Diese Tiere sind, also dieses, ich sag mal, Minispiel, dieses Gimmick ist allerdings ziemlich bescheuert. Warum ist es bescheuert? Es ist nach dem Motto, finde den Hotspot. Man drückt eine Taste, so einen roten Button, bevor man ein Tier, ein Fragezeichentier ausgewählt hat, zu dem noch ein Satz steht. Und da steht meinetwegen, dass man Grün finden soll. Jetzt ganz simpel gesprochen. Dann drückt man auf Grün und dann kommt vielleicht ein Hinweis mit, ja, das war nicht das richtige Grün, du musst in das grünere Grün. Und dann drückt man dorthin und das kann zu einer Friemelarbeit verkommen, wenn man wirklich gleich am Anfang, also auf der ersten Karte, ich sag mal 100% bekommen möchte. Und das Spiel sagt einem nicht wirklich, dass es nicht auf jedem Szenario sofort möglich sein sollte, 100% zu bekommen, weil eigentlich das dann angedacht ist, dass man das woanders dann nochmal probiert. Aber da möchte ich nicht zu viel spoilern. Es ist einfach eine merkwürdige Kommunikation, weil mit dem Spieler einfach kaum Kommunikation stattfindet. Der Spieler soll ganz viel selber herausfinden und das Tutorial ist wirklich nur, also das Tutorial und der Guide sind halt nur dafür da, dass, ja, ich sag mal, dass man so ganz grob versteht, in diese Richtung geht's und das muss ich herausfinden, um zu begreifen, so komme ich weiter. Ja, Abwechslung. Es wird dem Spiel vorgehalten, es hätte keine Abwechslung und ich muss dem bedingt zustimmen. Also, es gibt wie gesagt vier Szenarien, die immer neue so kleine Gimmicks und Mechaniken einfügen. Und so gesehen gibt es schon Abwechslung. Diese Abwechslung hängt allerdings vom Spieler selber ab. Die Entwickler haben eine Art Zufallsgenerator eingebracht, der allerdings, naja, mehr schlecht als recht ist. Das, was zufällig geändert wird, ist marginal. Das kann man sehen, wenn man immer wieder eine Karte neu startet und dann sich im Großen und Ganzen wundert, was hat sich denn gerade geändert? Ja, so ein paar Sweet Spots, aber es wird ein immer ins Kurs, in ein Korsett gezwängt, dass es wohl wahrscheinlich zu 99%, sage ich mal, möglich ist, diese Karte zu schaffen, ohne zu viel Zufallsgenerator zu sein. Und demzufolge entsteht wirklich eher die Abwechslung, indem man verschiedene Taktiken angeht oder sich ein eigenes Ziel setzt, das man möchte, dass die
ich sag mal, Karte so aussieht, wie es nach einem Wunsch ist, ohne dass man wirklich zu viel Entscheidungsfreiheit hat. Weil das schafft das Spiel lustigerweise gut. Wenn man sich sehr schlau anstellt, oder man muss sich nicht mal schlau anstellen, das ist ja das Lustige, dann entsteht eine Art gewolltes Chaos, was dann zum Schluss gut aussieht. Und das finde ich einen sehr netten Aspekt, den man sonst von Strategiespielen nicht kennt, weil sie immer auf ein bestimmtes Ziel herausgehen, nämlich besiege den Feind oder schaffe XY, aber nie in so einem Sinn, wie es halt Terranil einmal macht. Ja, was ich auch unbedingt ansprechen wollte, die Langlebigkeit des Spiels. Wird noch lange über dieses Spiel gesprochen? Ich glaube, nein. Das Spiel wird damit abgetan, dass man es nach 4 bis 5 Stunden, wenn nicht gar 6 Stunden, gesehen hat. Man hat es durchgespielt, man hat alle 4 Szenarien gesehen. Nachdem man die 4 Szenarien durchgespielt hat, werden einen noch Alternativszenarien zu den 4 gegeben, sage ich mal, die ja noch ein bisschen Pep reinbringen, aber auch eher ja, Mittel zum Zweck sind, damit man noch mal 4 bis 5 Stunden weiter rauskitzeln kann. Und so kommt man dann auf eine effektive Spieldauer von vielleicht 10 bis 15 Stunden, wenn man sich richtig blöd anstellt und alle Errungenschaften freispielen will, dann vielleicht 20 Stunden. Und ich habe auch Leute gesehen auf Steam, die behaupten, dass sie nach 4 Stunden bis 5 Stunden wirklich 100% des Spiels gesehen haben, erspielt haben und damit unzufrieden sind. Und ja, da ist halt auch so diese Frage, was haben diese Spieler erwartet? Und sind sie vielleicht mit der falschen Erwartung herangegangen? Ich denke nicht, dass sie mit einer falschen Erwartung herangegangen sind, aber sie haben vielleicht einfach mehr erwartet, deutlich mehr. Und da fiel mir halt dieses Beispiel Stray ein, dieses Katzenspiel, was letztes Jahr erschienen ist, wo ein riesiger Hype entstanden ist, weil es ein Videospiel ist, bei dem man eine Katze spielt in einer dystopischen Zukunft, bei der die Community, bei der ich mich so ein bisschen bewege, ja erwartet hat, dass es ein Open-World-Spiel ist und nicht einfach nur ein seichtes Action-Adventure mit einem geradlinigen Ziel, welches auch lustigerweise nach 4 bis 5 Stunden durch ist und man beim ersten Spielen so gut wie alles sehen kann und es auch über 20 Euro kostet und Terra Nil kostet 25 € und bietet so gesehen deutlich mehr Abwechslung. Und ja, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Ich weiß. Aber mein Punkt ist halt, ich glaube, einige Leute haben eine falsche Erwartungshaltung. Und das ist schade. Also, so ein Entwickler-Team steckt viel da rein. Und die Entwickler von Terra Nil sind eindeutig die Spur gegangen von, okay, wir veröffentlichen einige Prototypen und hören vielleicht etwas auf die Community. Und wenn das Spiel fertig ist, dann ist es fertig und ja, leckt uns am Arsch. Also gibt es kein Early Access, wo dann vielleicht mal jemand sagen kann, hier, vielleicht sind das zu wenig Gebäude, zu wenig Szenarien, hier, ich hätte da und da noch eine Idee, das könnte man komplexer machen. Und ja, das fehlt zwar dem Spiel, aber es ist halt geradlinig. In Form von, die Entwickler, die hatten eine bestimmte Vision und ich glaube, sie ging auf. Und die Spieler, die etwas mit so einem entspannten Setting anfangen können, was nicht wirklich deprimierend ist oder so, was man auch nicht so oft hat, die haben einfach viel Spaß damit.
nicht so, dass sie 40 Stunden da rein investieren können, weil irgendwann ist es einfach ausgelutscht. Es ist dann halt irgendwann einfach ausgelutscht aufgrund von den wenigen Gebäuden, die es gibt und der eingeschränkten Experimentierfreudigkeit, die einem zusteht. Sprich, man kann nicht komplett terraformen ohne Ende, weil irgendwann oder beziehungsweise einem sind die ganzen Hilfsmittel einfach nicht bei jedem Szenario zur Verfügung. Und es ist schade, aber das sind nun mal die Spielregeln, die der Entwickler vorgegeben hat. Und damit muss man sich abfinden. Und ja, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Das merkt man vielleicht so langsam. Ich versuche das Spiel zu sehr zu verteidigen, obwohl es sehr viele Schwächen hat. Aber ich finde, 25 € sind okay. Es gibt andere Spiele, mit denen ich weniger zufrieden bin und die deutlich mehr kosten. Und ich deutlich schneller alles gesehen habe, was sie zu bieten hatten. Ja, was bleibt am Ende zu sagen? Also, Terranil hätte mehr sein können. Und ich kann mir vorstellen, wenn es der finanzielle Erfolg wird, den man erwartet hat, was bei einem Indie-Spiel halt immer schwierig zu sagen ist. Jeder Entwickler hat vielleicht mit einem Publisher dahinter eine bestimmte Vorstellung. Und ich könnte mir dennoch vorstellen, Terranil 2 wäre möglich. Und da ist halt noch viel Potenzial nach oben. Und ich hoffe einfach, dass man nicht jetzt irgendwelche Updates herausbringt oder DLCs, die einen mehr geben, sondern dass man von Anfang an jetzt sagt, okay, wir wissen, was mit dem Spiel vielleicht nicht funktioniert, wir sind aber mit dem Produkt zufrieden und Teil 2 bietet eine andere, weitere Erfahrung mit vielleicht etwas Story, mit mehr Hintergrundinformation und ja, mehr Abwechslung, mehr Wiederspielwert und ja, es wäre schön, es wäre sehr schön. Und auch sehr wichtig zu sagen, wenn einem 25 € zu viel sind für das Spiel, da gibt es noch eine Lösung, das Spiel zu spielen. Entweder ihr spielt erstmal einfach diese blöde Demo oder falls es noch möglich ist, ich habe nicht nachgeguckt, auf der Webseite gibt es diesen Pixel-Look-Prototypen normalerweise noch zu spielen. Den könnte man spielen. Oder jetzt wird es sehr exotisch. Falls ihr ein Netflix-Konto habt und ein Abo, was gerade noch läuft, und ihr die App auf dem Handy installiert habt, guckt mal ganz nach unten auf der App. Da ist irgendwo der Reiter Spiele. Klickt diesen an und da ist Terranil auch verfügbar. Und da könnt ihr es auf eurem Handy spielen. Sehr weird, ich weiß, aber es ist möglich und man merkt dem Spiel auch irgendwo an, dass es sehr an Handys angepasst wurde und demzufolge vielleicht ein zu kleines Display für ein so ja, grafisch eindrucksvolles Spiel. Dass es einfach nicht zur Geltung kommt, aber man kann trotzdem Vergnügen damit haben, falls einem einfach diese 25 € zu viel Geld sein sollten. Weil ein Netflix-Abo kombiniert ja schließlich einiges, nämlich Filme, Serien gucken und tatsächlich auch Handyspiele spielen, was die meisten nun mal nicht wissen. Ja. Ich habe, glaube ich, einiges vergessen. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Das Spiel hat noch sehr viele kleine Optionen, die lustig sind, die detailreich sind, die aber, ich glaube, keiner wirklich beachtet. Zum Beispiel kann man halt auch die Donner-Soundeffekte komplett runterstellen, falls man eine schreckhafte Person ist und viel anderen Kram. Und es ist lustig, es ist putzig und glaubt mir, die Entwickler haben sich mehr Gedanken über das Spiel gemacht, als man glauben mag.
auch wenn da, wie gesagt, sehr viel Luft nach oben ist und man zu wenig über seine Umwelt lernt oder über die Natur im Generellen. Das machen dann andere Videospiele oder Brettspiele, besser gesagt, besser. Zum Beispiel, falls ihr davon mal gehört habt, Flügelschlag. Da lernt ihr so viel über Vögel, was verdaut werden kann. Oder man schmeißt es über Bord und will nur das Kernspiel spielen. Und das hätte Terranil zum Beispiel besser machen können. Was es noch für Tiere so gibt und nicht nur die, ich meine, ich glaube, 20 Tiere, 25 Tiere, wie man sie hier sieht. Das ist nichts, das ist zu wenig für die Masse an Lebewesen, die es einfach auch in der freien Natur gibt. Und da hätte der Bildungsauftrag deutlich weitergehen können. Das hat nicht jeden zu interessieren, natürlich. Das kann total langweilig sein. Aber wenn man schon so eine starke Message einem geben möchte, die einen nicht zu sehr ins Gesicht gerieben wird, dann bitte doch bei dem Wissbegierigen gleich noch so etwas in dieses, ich sag mal, Überlebenshandbuch mit reinschreiben. Weil andere Spiele schaffen das auch, ein bisschen mehr in die Materie zu gehen. Aber das soll es mit dem Abschlusswort gewesen sein. Ich hoffe, einige Leute haben jetzt einen anderen Eindruck von Terranil oder einen erweiterten Eindruck und wissen jetzt, geben Sie 25 € aus, gucken Sie mal bei Netflix vorbei. Ist ja eigentlich auch egal, spielen Sie bloß den Prototypen und haben vielleicht 20 Minuten Spaß damit, aber halten nicht so viel davon, dass Sie es dann wieder vergessen. Aber die Erfahrung dahinter, die ist nett. Ich lege sie euch nahe, aber müsst ihr nicht. Ciao.